Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 3, die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Bestimmungen der Umwandlungsrichtlinie über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen. Es ist verabredet, 39 Minuten zu debattieren. Und für die Bundesregierung hat zunächst das Wort die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Putins Krieg ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern eine Attacke gegen Europa als Ganzes, gegen unsere Freiheit, unsere wirtschaftliche Stabilität und unseren sozialen Frieden. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir ein starkes Signal für ein soziales Europa. Dazu trägt auch dieser Gesetzentwurf bei, mit dem wir die Bestimmungen der sogenannten Umwandlungsrichtlinie im Hinblick auf die Mitbestimmung umsetzen. Die unternehmerische Mitbestimmung ist ein hohes Gut in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern. Doch wir erleben leider immer wieder, dass sie ausgehöhlt wird oder gezielt umgangen wird, auch indem Unternehmen ihren Standort in ein anderes EU-Land verlagern. Mit diesem Gesetz machen wir deutlich, die europäische Niederlassungsfreiheit darf nicht zum Vehikel für den Abbau von Arbeitnehmerrechten werden. Denn beides ist wichtig und beides ist möglich. Unternehmerische Freiheit und hohe soziale Standards. Dafür steht auch diese Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetz regeln wir in erster Linie die Mitbestimmung in Gesellschaften deutscher Rechtsform, die aus einem grenzüberschreitenden Formwechsel oder einer grenzüberschreitenden Spaltung hervorgehen. Ein Beispielsfall für eine solche Hereinumwandlung wäre zum Beispiel der Formwechsel einer österreichischen GmbH in eine GmbH deutschen Rechts. Nun wird es erstmals Regelungen zur Sicherung der Mitbestimmung für solche Fälle geben. Dabei orientieren wir uns an bereits bestehenden Regelungen. Im Falle einer grenzüberschreitenden Umwandlung gilt nun auch das, was bereits für die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft, der SE, gilt. Ein besonderes Gremium der Beschäftigten soll mit der Unternehmensleitung in Verhandlung zur Mitbestimmung treten. Das Ziel ist eine Mitbestimmungsvereinbarung. Scheitern diese Verhandlungen, gelten gesetzliche Auffangregelungen. In jedem Fall sieht der Gesetzentwurf vor, dass bestehende Mitbestimmungsrechte umfassend geschützt werden, das sogenannte Vorher-Nachher-Prinzip. Damit ist sichergestellt, dass die Mitbeschäftigten keine Mitbestimmungsrechte verlieren, wenn es zu einem grenzüberschreitenden Formwechsel oder einer grenzüberschreitenden Spaltung kommt. Auch im Fall einer nachfolgenden innerstaatlichen Umwandlung, also beispielsweise bei einer Verschmelzung auf eine inländische Kapitalgesellschaft, wollen wir die Mitbestimmung wirksam schützen. Ich bitte Sie um Unterstützung dieses Vorhabens, mit dem wir in schwierigen Zeiten den Beschäftigten in Europa den Rücken stärken und für mehr soziale Sicherheit sorgen. In diesem Sinne herzlichen Dank. Für die Unionsfraktion spricht jetzt Axel Knörig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es gibt viele gute Argumente für die Mitbestimmung in Unternehmen. Firmen mit Betriebsräten tun mehr für duale Ausbildung und somit auch für die Fachkräftesicherung. Sie setzen sich auch weitaus stärker ein für Investitionen und auch für nachhaltige Strategien. Und das haben auch Untersuchungen bestätigt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Manager peilen mit Blick auf ihre Boni kurzfristige Erfolge an Aktienmärkten an. Und Belegschaften haben ein Interesse daran, den Betrieb und vor allem die Arbeits- und die Ausbildungsplätze langfristig zu erhalten. Und ich sage ganz klar, für dieses Mitbestimmungsrecht, da lohnt es sich zu kämpfen.
Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich, 2017 wurde vor dem Europäischen Gerichtshof in Frage gestellt, ob die deutsche Unternehmensbestimmung, Mitbestimmung rechtmäßig ist. Dem haben Arbeitgeber und Gewerkschaften widersprochen. Und diese gemeinsame Unterstützung, das war ein eindeutiges Signal für das bewährte Modell der Mitbestimmung. Wir als Union, wir haben uns dafür erfolgreich eingesetzt, unser Mitbestimmungsrecht zu erhalten, gerade auch in Zeiten europäischer Anpassung. Mit Blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt brauchen wir aber gewisse einheitliche Standards. Und das gilt auch für grenzüberschreitende Umwandlungen von Kapitalgesellschaften. Angesichts der vielfältigen Regelungen in den 27 Mitgliedstaaten ist das eine große Herausforderung. Mit der Umwandlungsrichtlinie hat die EU einen gemeinsamen Rahmen für die Unternehmensmitbestimmung festgelegt. Und das ist begrüßenswert. Denn für das bestehende nationale Bestimmungsrecht, da gilt ein Bestandsschutz. Das reicht von einfachen Ansätzen bis hin zu fortschrittlichen Modellen, wie wir das in Deutschland haben. Und da können auch unterschiedliche Regelungen aneinander angepasst werden, im Rahmen sozialpartnerschaftlicher Verhandlungen. Jedoch darf das jeweils geltende Mitbestimmungsrecht nicht im Kern beeinträchtigt werden. Auch wichtig, mit der Umwandlungsrichtlinie der EU wird die bestehende Mitbestimmung nicht ausgeweitet. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten grundsätzlich selbst. Richtig zudem ist, es gibt gewisse Schutzmaßnahmen, die verhindern sollen, dass Unternehmen, die sich umwandeln, gewisse gesetzliche Schwellen nicht umgehen können und sich somit aus der Mitbestimmung herausstellen. Für Deutschland heißt das, wenn eine ausländische Kapitalgesellschaft hier ihren Sitz verlegt, prüfen unsere Registergerichte, ob hier ein Missbrauch vorliegt. Meine Damen und Herren, wir müssen im parlamentarischen Verfahren vor allem auf eine praktikable Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht achten. Offen bleibt jedoch, Frau Kollegin, was die Ampel eigentlich beim Schutz der Mitbestimmung erreichen will. Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, dass die Mitbestimmung ja gerade bei europäischen Gesellschaften weiterzuentwickeln ist. Aber das wird in diesem Entwurf aber in keiner Weise realisiert. Also, werte Kolleginnen und Kollegen der Ampel, legen Sie nach, es gibt noch einiges zu tun. Beate Müller-Gemmecke spricht für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Europa wächst zusammen. Das gilt einerseits für die Beschäftigten. Sie können dank der Freizügigkeit ohne große Hürden europaweit arbeiten. Und das gilt natürlich andererseits auch für die Wirtschaft. Unternehmen können überall in Europa Niederlassungen gründen, fusionieren oder Unternehmensteile abspalten. Und wenn so in Deutschland neue Unternehmen entstehen, dann müssen diese Unternehmen natürlich, da muss für diese Unternehmen natürlich auch die Mitbestimmung geregelt werden. Und deshalb gibt es heute das Gesetz. Es geht also um unternehmerische Freiheit und um die Rechte der Beschäftigten. Beides ist wichtig und beides muss Hand in Hand gehen. Das Thema ist nicht ganz einfach, es ist ein bisschen sperrig und deshalb zeige ich das mit einem Beispiel, warum das Gesetz heute wichtig ist. In Österreich haben die Beschäftigten ab einer Unternehmensgröße von 300 Beschäftigten einen Anspruch auf ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat. In Deutschland ist das erst ab 500 Beschäftigten möglich. Wenn jetzt ein österreichisches Unternehmen mit 400 Beschäftigten in Firmensitz durch Umwandlung, Spaltung oder Fusion nach Deutschland verlagert, dann gilt natürlich für das Unternehmen deutsches Recht. Und wenn dann über die Mitbestimmung für diese 400 Beschäftigten verhandelt wird, dann gilt zukünftig mit diesem Gesetz heute ein strenger Bestandsschutz. Die 400 Beschäftigten haben also die gleiche Mitbestimmung wie im bisherigen Unternehmen in Österreich. Diese Regelung, dieser Bestandsschutz ist gut und vor allem fair. Da
Damit schafft das Gesetz klare Regeln für grenzüberschreitende Unternehmen. Firmen können natürlich weiterhin fusionieren, sie können sich abspalten, alles wie sie möchten. Die neuen Regelungen zur Mitbestimmung müssen dann aber mindestens so gut sein wie die alten. So wird die Mitbestimmung effektiv geschützt. Das ist wichtig, denn das schafft trotz Veränderung bei den Beschäftigten Vertrauen. Ich komme zum Schluss. Es ist gut, dass die Europäische Union mit der Umwandlungsrichtlinie bei grenzüberschreitenden Unternehmen die Mitbestimmung absichert. Es ist noch besser, dass die Bundesregierung einen präzisen Gesetzentwurf vorlegt, mit dem die Richtlinie gut umgesetzt wird. Und deshalb werden wir das Gesetz, da bin ich mir sicher, auch bald abschließen können. Und dann sind wir wieder ein Stück weitergekommen beim sozialen Europa. Und das ist gerade jetzt in diesen Zeiten besonders wichtig. Vielen Dank. Jürgen Pohl spricht für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kollegen, werte Zuschauer daheim an den Geräten. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die EU-Richtlinie 2021 aus 2019, also 2020-19, die sogenannte Umwandlungsrichtlinie in innerstaatliches Recht umgesetzt. Die Umwandlungsrichtlinie zur Änderung der Richtlinie 1132 aus 2017, die sogenannte Gesellschaftsrechtsrichtlinie in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlung, Verschmelzung und Spaltung ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten und muss nach EU-Forderungen bis zum 31.01.2023 in deutsches Recht umgesetzt werden. Mit der neuen Richtlinie wird ein einheitlicher Rechtsrahmen für die drei Hauptanwendungsfälle grenzüberschreitender Umwandlung im Bereich Formenwechsel, Verschmelzung und Spaltung von Kapitalgesellschaften innerhalb des Binnenmarktes angestrebt. Es geht um die Regelung der betrieblichen Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Umwandlung von Kapitalgesellschaften. Zweck der Richtlinie soll es sein, Erleichterung bei der Ausübung der Niederlassungsfreiheit für Unternehmen sowie Schutz der Gesellschafter, Gläubiger und der Arbeitnehmer. Positiv ist zu bewerten, dass das Ziel von mehr Klarheit und Übersichtlichkeit förderlich für die Mitbestimmungspraxis ist. Der Schutz von Arbeitnehmerrechten, hier der Vorrang einer Verhandlungslösung gegenüber einer rechtlichen Lösung, ist positiv. Sowie die Rechtsklarheit und leichtere Rechtsanwendung steht im Mittelpunkt. Kurzum, angestrebt wird eine vernünftige Vereinbarung bei der grenzüberschreitenden Umwandlung. Soweit die schöne Theorie. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen als AfD. Es ist unklar, ob hier überhaupt ein Regelungsbedarf bestanden hat. Na, es gibt keine Rechtslücke. Wozu braucht es ein neues Gesetz? Wieso übernimmt man nicht einfach die bestehende Regelung aus dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung, dem MGVG? Es gibt bereits ein innerstaatliches Gesetz, das man im Wege der Analogie auch auf andere Sachverhalte anwenden kann. Wieder einmal mischt sich die EU in innerstaatliches Recht. Für uns rufen Sie doch dazwischen. Sie müssen sich überlegen, auch nach Niedersachsen, wen Sie hier vertreten, die deutschen Arbeitnehmer oder die Technokraten aus Brüssel. Das ist die Frage, die hier steht. Für uns, die Alternative für Deutschland, gilt der Grundsatz, in Deutschland gilt einzig deutsches Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrecht. Es muss sichergestellt werden, dass das deutsche Mitbestimmungsrecht und die Arbeitnehmerrechte nicht durch die überbordenden Regularien aus Brüssel oder Arbeitgeber aus dem Ausland geschliffen werden. Über deutsches Arbeitsrecht entscheidet einzig und allein der deutsche Souverän und nicht die Brüsseler Bürokraten, die mit ihrem technisch bürgerfernen Sprache die Arbeitnehmer längst nicht mehr erreichen. Wenn also der deutsche Gesetzgeber der Ansicht ist, dass hier wirklich eine Regelungslücke zu schließen ist, dann soll er von sich aus tätig und aktiv werden. Dann ist das eine Sache der Regierung und unseres Deutschen Bundestages. Eine willfährige wie völlig unreflektierte Nachvollziehung von Rechtsakten der EU lehnen wir ab. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt der Kollege Karl-Julius Kronenberg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Herr Pohl, da müssen wir dann schon ehrlich sagen, wir wollen raus aus der EU. Sagen Sie es doch. Anders geht das ja nicht, weil eine Richtlinie muss umgesetzt werden in nationales Recht. Das ist das Spielrecht. Heute Nachmittag debattieren wir zum Thema Arbeitnehmermitbestimmung bei grenzüberschreitenden Umwandlungen. Wir haben es gehört, sei es durch Formwechsel, Verschmelzung oder Aufspaltung. Es geht um Arbeitnehmerrechte im europäischen Kontext. Arbeitnehmerrechte vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Dynamik des europäischen Binnenmarkts, der zwangsläufig und wünschenswerterweise zusammenwächst. Es geht darum, sicherzustellen, dass gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf globalen Märkten gestärkt wird und Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer gewahrt bleiben. Das ist die Aufgabe, und die haben wir gelöst mit dem vorliegenden Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Materie ist komplex. Alle 27 Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Historien im Mitbestimmungsrecht. Mit der Umwandlungsrichtlinie hat die EU 2019 einen einheitlichen Rechtsrahmen geschaffen für grenzüberschreitende Umwandlungen. Und den haben wir, den müssen wir umsetzen bis zum 31. Januar 2023 in deutsches Recht. Einen einheitlichen Rechtsrahmen, der Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmen schafft, die europäischer werden wollen. Das ist eine gute Botschaft, insbesondere für den deutschen Mittelstand, tragende Säule des Wohlstands in Deutschland. Das ist eine gute Botschaft für unsere mehr als 1.500 Hidden Champions, die auch in ihrer Unternehmenskultur nicht mehr allein deutsche Champions sein wollen, sondern eben immer häufiger europäische Champions werden wollen. Gerade diesen Unternehmen fällt es aber oft genug schwer, sich in fremdes Recht einzuarbeiten oder die hohen Beraterhonorare aufzuwenden, um international rechtskonform zu agieren. Deshalb ist ein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen Fortschritt, insbesondere für den Mittelstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Materie ist komplex, und uns ist allen bewusst, dass das BMAS seine geballte juristische Kompetenz aufwenden musste, um den arbeitsrechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht gerecht zu werden. Für die Freien Demokraten darf ich feststellen, dass wir an dem vorliegenden Gesetzentwurf nichts auszusetzen haben. Also bei uns im Sauerland heißt es, nicht gemeckert ist Lob genug. Aber im Ernst, wir begrüßen die 1:1-Umsetzung. Sie erfüllt die Erwartung der Kommission, die Mitbestimmungsrechte zu schützen, und sie erfüllt die Erwartung der Wirtschaft nach einem einheitlichen Rechtsrahmen bei Umwandlungen. Wir begrüßen die 1:1-Umsetzung, und wenn Sie mir die kleine Spitze gestatten, das hätte ich mir in der Vergangenheit öfter gewünscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass sich die Umwandlungsrichtlinie und das Umsetzungsgesetz an der europäischen Rechtsform der Societas Europae orientiert, ist effizient und zu begrüßen. Wir bringen übrigens das Gesetz ein, genau 50 Jahre nach der letzten großen Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, die Mitbestimmungsreform von 1972. Das waren, lieber Bernd Rützel, das waren sozialliberale Zeiten, und das waren gute Zeiten für Deutschland. Ja, mir ist bewusst, dass es einige Kolleginnen und Kollegen im Hohen Hause geben mag, die sich für Europa mehr paritätische Mitbestimmung wünschen würden. Aber so erfolgreich Deutschland Waren und Dienstleistungen in die Welt exportiert, so müssen wir doch feststellen, die paritätische Mitbestimmung ist nie ein Exportschlager geworden. Die große Mehrheit unserer europäischen Freunde und Nachbarn pflegen nach wie vor ein eher distanziertes Verhältnis zur Unternehmensmitbestimmung nach deutschem Muster. Haben gar keine Mitbestimmung oder maximal eine Drittelbeteiligung. Das mag man richtig oder falsch finden, aber so ist das nun mal. Das ist die souveräne Entscheidung unserer europäischen Partner. Das ist gelebte Subsidiarität. Man kann für mehr Unternehmensmitbestimmung werben. Man kann die Vorteile anpreisen, auf gute Erfahrungen von großen Unternehmen verweisen. Aber wir sollten uns immer bewusst machen, unser abgestuftes Modell von der Drittelbeteiligung bis zur echten paritätischen Mitbestimmung ist bis heute ein Alleingang in Europa geblieben.
von allen großen Wirtschaftsräumen ist aber der europäische Binnenmarkt der sozialste. Nirgendwo auf der Welt sind Sozialausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt so hoch wie in Europa. Nirgendwo sind Standards höher und nirgendwo ist Mitbestimmung stärker. Darauf können wir stolz sein und das sollten wir bewahren und weiterentwickeln. Diesem Ziel dient die Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens wie der, den wir heute debattieren. Wenn in Europa die Wirtschaft zusammenwächst, und das ist wünschenswert, dann ist es auch gut und richtig, grenzüberschreitende Lösungen unter Achtung europäischer Subsidiarität zu erarbeiten. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Für die Linke hat der Kollege Pascal Meiser jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Globalisierung, Digitalisierung und der dringend notwendige ökologische Umbau unserer Wirtschaft, die lösen bei vielen Beschäftigten große Sorgen aus, was diese Umbrüche für sie und ihren Arbeitsplatz mit sich bringen. Und das leider häufig aus gutem Grund. Eingerannt, dass die Beschäftigten bei diesen Umbrüchen nicht unter die Räder kommen, ist eine starke Mitbestimmung. Und dabei geht es nicht nur um die betriebliche Mitbestimmung, sondern insbesondere auch um die Mitbestimmung in zentralen wirtschaftlichen Fragen, wie sie zumindest begrenzt die Unternehmensmitbestimmung in Deutschland für große Unternehmen ermöglicht. Denn Mitbestimmung kann nicht nur heißen, im Betrieb die Scherben aufzukehren, die einsame Managemententscheidungen verursachen können. Mitbestimmung heißt auch, dass die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften im Vorhinein über grundsätzliche Fragen, zum Beispiel wenn es um zukünftige Investitionen geht, mitentscheiden können müssen. Aber bereits seit vielen Jahren wird in Deutschland die Unternehmensmitbestimmung regelrecht unterlaufen. Hatten 2002 noch 767 Unternehmen mit über 2000 Beschäftigten einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat, so waren es 2021 nur noch 656. In jedem dritten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten fehlt somit der mitbestimmte Aufsichtsrat. Und die grenzübergreifende Mobilität europäischer Unternehmen und uneinheitliche Regelungen für unterschiedliche Unternehmensrechtsformen hat diesen Prozess massiv verstärkt. Das ist unhaltbar. Deshalb müssen die Schlupflöcher und Lücken dringend geschlossen werden. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf, der grenzübergreifende Umwandlungen und Aufspaltungen nur tangiert, nur ein kleiner Teil des Problems adressiert, der geht in die richtige Richtung. Im parlamentarischen Verfahren werden wir schauen, wo wir da vielleicht auch die Vorschläge des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wo man noch ein bisschen nachfallen kann, auch noch mal aufgreifen können. Doch das eigentliche Problem, ja, das im Rahmen der grenzüberschreitenden Mobilität von Unternehmen entsteht, dass da weiterhin unternehmensmitbestimmungsfreie Zonen entstehen, das wird nicht adressiert. Erstens, die Unternehmen zum Beispiel wie H&M, Primark, Bauhaus, die eine ausländische Rechtsform haben, aber hier auch ihren Sitz haben, ihren Verwaltungssitz, die werden von dem bestehenden Unternehmensmitbestimmungsrecht nicht erfasst. Das ist ein Problem. Das muss sich ändern. Auch auf ausländische Unternehmensrechtsformen, die in Deutschland ihren Verwaltungssitz haben, muss die Unternehmensmitbestimmung erstreckt werden. Und zweitens, noch gravierender ist der Befund bei der Europäischen Aktiengesellschaft, kurz SE. In Deutschland sind inzwischen, nach den letzten mir bekannten Zahlen, 107 Unternehmen mit mehr als 2000 inländischen Beschäftigten als SE registriert. Doch 86 dieser SE-Gesellschaften vermeiden die paritätische Mitbestimmung und deutsche Mitbestimmungsgesetze, obwohl sie eigentlich über den jeweiligen Schwellenwerten liegen. Das ist ein Problem, und das können wir so nicht länger zulassen, meine Damen und Herren. Da sind auch prominente Beispiele bei. Deichmann, Zalando, auch die Tesla Manufacturing in Brandenburg sind solche SE, die sozusagen die bestehenden Mitbestimmungslücken nutzen, um zu verhindern, dass die Beschäftigten auf Augenhöhe über zentrale Fragen mitbestimmen. Wenn Sie es ernst meinen, mit einem klein wenig Demokratie in der Wirtschaft, mit einem klein wenig Demokratie. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass es nicht nur beim Klein-Klein bleibt, was der vorliegende Gesetzentwurf adressiert, dass wir die großen Fragen adressieren, alle Lücken, die durch Mobilität. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Herr Kollege. Schaffen, ich komme zum Schluss, dass diese endlich geschlossen werden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie natürlich erstmal herzlich grüßen an diesem Nachmittag und gebe sofort das Wort an Matthias Papendieck für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben heute hier ein Gesetz in der ersten Lesung. Da geht es zurück auf eine EU-Richtlinie, was wir jetzt in deutsches nationales Gesetz umsetzen. Die Frau Staatssekretärin hat schon einiges dazu gesagt,
Und ich möchte aber was Positives vorab sagen. Und zwar, Europa wächst mehr und mehr zusammen. Die Unternehmen können sich überall niederlassen. Sie können sich jetzt spalten, sie können sich verändern. Und wir wollen die Mitbestimmung der Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitnehmerrechte an der Stelle im Bereich der Mitbestimmung, der Unternehmensbestimmung sichern, und zwar europaweit. Und für mich als langjähriger Betriebsrat ist das ein Herzensthema. Denn wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, gemeinsam vor einem Jahr, dass wir die Unternehmensmitbestimmung weiterentwickeln wollen. Und wir wollen gerade nicht, dass die S&E-Gesellschaften, wo ja die Vermeidung auch stattfindet, dass das weiter um sich greift. Und wir können jetzt sagen, nach einem Jahr, wir haben Wort gehalten mit diesem Gesetz. Und im Detail ist das zum Beispiel eine Verbesserung, dass bei einer 4/5-Beteiligung hier ein Gremium gebildet werden muss bei Spaltungen und hier die Verhandlungen aufgenommen werden muss mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch besser als das deutsche Recht, an der Stelle mal deutlich gesagt. Wenn die Kolleginnen und Kollegen sich dann einigen mit ihrem Arbeitgeber auf eine Vereinbarung, dann haben wir im Gesetz reingeschrieben, dass das 4 Jahre Bestand hat, wenn Unternehmen sich noch mal strukturell verändern wollen. Das ist dann sozusagen festgehalten, das ist für sie gesichert, da kommt auch dann keiner mehr ran. Und ein zweiter Punkt ist auch drin, und zwar, was passiert, wenn die sich nicht einigen? Dann gilt in der Tat deutsches Arbeitnehmerrecht. Und an der Stelle sozusagen haben wir auch noch mal eine Sicherung eingezogen. Für uns sind Gewerkschaften elementar in der Mitbestimmung, genauso wie die Betriebsräte. Sie sind hier im Gesetz fest verankert, dass sie gewählt werden können in das Gremium der Verhandlung und genauso am Ende auch informiert werden über das Ergebnis. Das ist pflichtig, und wenn da nicht sozusagen die Information kommt, dann werden Strafen dazu verhängt, stehen im letzten Paragraph drin. Man muss sagen, dass wir hiermit das Missbrauch nach allen Seiten verhindern wollen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dürfen nicht schutzlos sein. Wir wollen sie sichern, dass ihre Rechte Bestand haben. Gerade in europäischen Unternehmen, die an verschiedenen Standorten unterwegs sind, da ist es besonders prekär teilweise, diese Rechte auch umzusetzen. Wir sind unseren Überzeugungen treu geblieben, unseren politischen Absichten, und wir werden das auch weiterhin tun, bei jeglichen Gesetzen, bei der Mitbestimmung. Und da werden wir wissen, wo wir stehen als SPD, und wir stehen bei den Kollegen für ihre Rechte, und wir werden uns immer für diese Rechte einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das hat die Zeit des vorherigen Kollegen wieder eingeholt. Und ich gebe das Wort an Maximilian Mörseburg für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Deutsche Bundestag möchte ein neues Gesetz beschließen. Das ist ja nicht immer eine gute Nachricht für die Betriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Land. Zuletzt hat ja die Ampelregierung zum Beispiel bei der Umsetzung der Nachweisrichtlinie Papierberge bei Millionen von Beschäftigten und in allen deutschen Betrieben produziert, anstatt die Prozesse rund um den Arbeitsvertrag zu digitalisieren. Also schauen wir doch mal, wie die Bewertung heute ausfällt. Die Bundesregierung muss die Regelungen der EU-Umwandlungsrichtlinie in deutsches Recht umsetzen, die sich mit der Mitbestimmung in den Betrieben befassen. Die EU bestimmt dann, welche Regelung anzuwenden ist, wenn ein Unternehmen aus der Rechtsform eines EU-Landes in die Rechtsform eines anderen umgewandelt wird. Also wenn zum Beispiel eine italienische SRL in eine deutsche GmbH umgewandelt werden soll, muss ja dann zum Beispiel geklärt werden, wie viele Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsgremien sitzen. Richtet sich das nach italienischen Regeln oder nach deutschen? Dieselbe Frage stellt sich, wenn ein Unternehmen aufgespalten wird und eine neue Gesellschaft im EU-Ausland und eine neue im EU-Ausland eine andere Rechtsform hat und dort die Arbeit weiterführt. Also wenn unsere italienische SRL in diesem Beispiel in eine italienische Gesellschaft und eine deutsche aufgespalten wird. Mit der Verschmelzung von zwei Unternehmen gab es mit dem MGVG bereits ein Gesetz, das nun entsprechend dann an die neuen Regeln angepasst wird. Zunächst einmal stelle ich fest, dass es richtig ist. Das einheitliche europäische Regelwerk für die Wahrung der Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterzuentwickeln, denn ein solches Rechts
und Regelwerk schafft Rechtssicherheit bei Unternehmen und schützt die Belange der Arbeitnehmer. Sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, mit Ihnen wollte ich mich heute eigentlich gar nicht beschäftigen. Aber diese Form von Vereinheitlichung in der EU sind das ureigene Interesse, das die Gründungsstaaten mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hatten. Es geht nicht um die Einmischung in innerstaatliche Dinge, sondern es ist wirklich Harmonisierung im Binnenmarkt. Das, was unsere Wirtschaft braucht, das ist ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil, den wir in Europa haben, durch einen großen und möglichst einheitlichen Markt. Deswegen vor allem für die Wirtschaft wichtig, dass wir uns weiter mit der Vereinheitlichung, der Harmonisierung im europäischen Binnenmarkt beschäftigten. Es geht aber auch darum, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher Vertretungen im Betrieb haben, dabei unterstützen, dass sie diese Vertretungen nicht durch einen Wegzug und eine Rechtsformänderung in ein anderes Land verlieren. Wenn es passiert, wird in Zukunft ein Verhandlungsprozess zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgelöst. Den kennen wir bereits von der Verschmelzung von der SE, und zwar bereits, wenn das Unternehmen im Heimatland 4/5 der Betriebsgröße erreicht, die notwendig wäre, um vom dortigen Mitbestimmungsgesetz erfasst zu werden. So soll dann eben verhindert werden, dass ein Unternehmen aus einem EU-Land wegzieht, kurz bevor es seine Mitarbeiter in Aufsichtsgremien schicken müsste. Natürlich finden sich auch Kritikpunkte. Zum einen schaffen Sie eine Missbrauchsregelung, die in dieser Art und Weise nicht von der Richtlinie gefordert ist, rechtlich meines Erachtens überflüssig zu sein scheint und vermutlich einfach ins Leere laufen wird. Zum anderen scheint es ebenfalls unnötig zu sein, ein Mitglied der Leitung mit dem Bereich Arbeit und Soziales zu betrauen, da die Leitung sowieso auch mit dem Bereich Arbeit und Soziales betraut ist. Aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten, die wir im Ausschuss noch mal anschauen können, muss ich das BMAS heute ausnahmsweise mal doch loben. Sie setzen eine EU-Richtlinie nahezu 1:1 um, ohne viel zusätzliche Bürokratie bei den Unternehmen auszulösen, und sorgen mit dem neuen MGFSG für Klarheit im Recht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der aktuellen Krise vollziehen wir bei jeder Maßnahme, die wir beschließen, einen Balanceakt zwischen finanzieller Entlastung und Inflation auf der einen Seite. Geben wir zu wenig Geld aus, laufen wir Gefahr, dass Unternehmen insolvent werden und Verbraucher ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Beschließen wir zu viele Entlastungen, dann bürden wir nicht nur nachfolgenden Generationen diese Schulden auf, sondern unterstützen gleichzeitig diese Inflation, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Aber das Einzige, was ganz sicher der Wirtschaft hilft in dieser Situation, ist das Entlasten von Bürokratie, ist das Abbauen von Bürokratie. Und deshalb ist es gerade für uns Arbeitsmarktpolitiker ganz entscheidend, keine unnötigen Belastungen für unsere Unternehmen und Mitarbeiter einzuführen und endlich Bürokratie abzubauen. Setzen Sie sich auch in Brüssel dafür ein, dass wir endlich ein Belastungsmoratorium bekommen. Unserer Wirtschaft steht das Wasser bis zum Halse. Jede weitere Belastung lässt weitere Unternehmen absaufen. Korrigieren Sie also Fehler der Vergangenheit, indem Sie zum Beispiel Unternehmen die Nachweise zum Arbeitsvertrag digitalisieren lassen und damit entlasten, und setzen Sie in Zukunft alle Richtlinien 1:1 um, ohne zusätzliche Bürokratieberge zu produzieren, so wie Sie es hier heute ausnahmsweise getan haben. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung, werden Sie auch öfter von der Opposition gelobt, so wie ich das heute gerne getan habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt erhält für Bündnis 90 die Grünen Franz Birster das Wort. Frau Präsidentin, Abgeordnete! Die Ampel hat in ihrer Koalitionsvereinbarung vereinbart, die missbräuchliche Umgehung geltenden Mitbestimmungsrechts verhindern zu wollen und dafür zu sorgen, dass auch bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, bei Verschmelzungen und Spaltungen von Gesellschaften nationale Beteiligungsrechte gesichert werden. Hierfür enthält der vorliegende Gesetzentwurf Regelungen zur Hereinumwandlung von Gesellschaften nach Deutschland. Insbesondere enthält der Gesetzentwurf eine antizipierende Betrachtung von Schwellenwerten für die Unternehmensmitbestimmung. Verhandlungen zwischen den Unternehmen und einem besonderen Verhandlungsgremium der ArbeitnehmerInnen werden bereits erforderlich, wenn die Zahl der Beschäftigten mindestens 4/5 des Schwellenwertes entspricht. Dies ist in der Tat hilfreich, um missbräuchliche Umgehung von Mitbestimmungsrechten zu verhindern. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Einfrieren einer schlechten Mitbestimmung aus dem Ausland mithin erstmals wirksam unterbunden. Und insofern wird das Mitbestimmungsrecht, anders als unser Kollege Axel Knörich das sehen wollte, vor dem Hintergrund des Binnenmarktes
sehr wohl weiterentwickelt. Noch wichtiger für die Verhinderung missbräuchlicher Umgehung geltenden Mitbestimmungsrechte sind jedoch sogenannte Herausumwandlungen von deutschen Unternehmen und Gesellschaften ins europäische Ausland. Dieser Teil der EU-Richtlinie wird in einem Gesetzentwurf aus dem Justizministerium umgesetzt. Bei der Herausumwandlung von deutschen Unternehmen werden die deutschen Registergerichte künftig prüfen, ob ein Unternehmen die grenzüberschreitende Umwandlung zu missbräuchlichen Zwecken durchführt. Hierzu gehört auch und insbesondere die missbräuchliche Umgehung der deutschen Mitbestimmung. Nun werden die Registergerichte bisher ja nicht mit Fragen der Unternehmensmitbestimmung befasst. Umso wichtiger ist es daher, den gesetzlichen Prüfauftrag mit klaren Anhaltspunkten zu versehen, die für die missbräuchliche Umgehung der deutschen Mitbestimmungsrechte sprechen. Es ist erklärtes Ziel der EU-Richtlinie und muss in der Folge auch Ziel des Umsetzungsgesetzes sein, ein Absenken des Status quo bei der Mitbestimmung gegen den Willen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuschließen. Daraus wird für den Gesetzentwurf zur Herausumwandlung folgen, dass für Formwechsel und Spaltung ein absoluter Besitzstandsschutz vorzusehen ist und für die Verschmelzung ein Absenken der Mitbestimmung nur mit Zustimmung der ArbeitnehmerInnen möglich sein kann. In diesem Sinne schauen wir auf das, was uns bevorsteht, und blicken auf das, was jetzt hier vorgelegt wird. Zu Recht werden wir zustimmen. Und letzter Redner in dieser Debatte ist Jan Dieren für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen in den demokratischen Fraktionen, liebe Kolleginnen in den Betrieben und Unternehmen. Mein geschätzter Kollege Kronenberg hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, wir diskutieren dieses Gesetz zur Unternehmensmitbestimmung heute 50 Jahre nach Inkrafttreten der letzten großen Reform der betrieblichen Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz. Und deshalb lohnt es sich, das ein bisschen größer einzuordnen. Und die Mitbestimmung in Deutschland bröckelt. Vor 20 Jahren wurden noch 50% der Beschäftigten in Westdeutschland und 42 in Ostdeutschland von einem Betriebsrat vertreten. Heute sind es noch 39% im Westen und 34% im Osten. Das ist ein Problem für uns alle. Denn die Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen ist nicht einfach ein nettes Gimmick, sondern ein grundlegender Pfeiler für jede demokratische Ordnung. Deshalb ersetzen weder Coffee Corner noch Obstbox in der Etagenküche, keine Partizipationsmöglichkeiten und auch kein Kicker im Pausenraum das Recht auf Mitbestimmung. Liebe Kolleginnen, viele für uns als Gesellschaft wichtige Entscheidungen treffen wir demokratisch. Das macht sie in der Tendenz ausgewogener und erhöht ihre Legitimation. Aber nicht alle wichtigen Entscheidungen treffen wir gerade demokratisch. Zum Beispiel unternehmerische Entscheidungen in der Wirtschaft. Das hilft übrigens deren Akzeptanz nicht immer, wie man an öffentlichen Diskussionen an Preisen gerade auch gut sehen kann. Aber auch in der Wirtschaft kann es demokratisch zugehen. Und dafür spielt die Mitbestimmung der Kollegin eine Schlüsselrolle. Sie stärkt dabei die Unternehmen. Mitbestimmte Unternehmen sind krisenfester, produktiver und haben zufriedenere Beschäftigte als Nichtmitbestimmte. Und sie stärkt unsere Gesellschaft. Denn wo die Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen stark ist, ist es auch das Vertrauen in demokratische Prozesse überhaupt. Und trotzdem gibt es jetzt Unternehmensleitungen, die sich der Mitbestimmung lieber entziehen, weil die auch mal ungemütlich sein kann. Ein Beispiel. Nach deutschem Recht ist der Aufsichtsrat von Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten zu gleichen Teilen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnenseite zu besetzen. Manche Unternehmensleitungen umgehen das jetzt, indem sie ihre Rechtsform ändern, zwischen den Gesetzen verschiedener europäischer Länder hin und her springen. Mehr als 300 große Unternehmen mit insgesamt mehr als 2 Millionen Beschäftigten in Deutschland haben so die Mitbestimmungsrechte ihrer Beschäftigten ausgehebelt. Mit dem vorliegenden Gesetz und der Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie der EU wollen wir genau das verhindern. Das sorgt übrigens auch für mehr Fairness unter den Unternehmen und ist richtig für uns alle. Denn die Vermeidung von Mitbestimmung ist nicht nur unsolidarisch gegenüber den vielen Unternehmen in Deutschland, die die Mitbestimmung ihrer Beschäftigten wertschätzen und achten. Es untergräbt auch einen Grundpfeiler jedes wirklich demokratischen Zusammenlebens. Denn, liebe Kollegin, angesichts des Vorrückens faschistischer Strömungen in unserer Gesellschaft braucht es gerade heute, ja, Sie fühlen sich zu Recht angesprochen, braucht es gerade heute
nicht weniger, sondern mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie. Ja, reden Sie weiter, Sie bleiben weiter angesprochen. Und wer sich dem entgegenstemmt, gießt Wasser auf die Mühlen genau derjenigen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Ob man das will, muss jetzt jede Kommen Sie Person bitte zum Schluss. Und jede Partei, ich komme zum Schluss, für sich entscheiden. Wir haben das. Wir wollen mehr Fortschritt, mehr Demokratie und mehr Mitbestimmung wagen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 3817 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe